Ein wunderschönes Moin, hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Trove. Es ist wirklich lange her, sehr lange her. Es wurde eine ganze Menge patched, vielleicht seht ihr schon links oben. Es steht auch nicht mehr, was für ein Ping ich habe, aber ich gehe davon aus, dass er nicht mehr so schlecht ist wie in den Aufnahmen davor. Das ist ja schon Ewigkeiten her, wo ich die letzte Folge aufgenommen habe. Ich finde auch ganz ehrlich, es ist von den Texturen und alles so ein bisschen weicher geworden. Das sieht immer noch sehr, sehr schön aus. Ich guck mal ganz kurz, wenn ich jetzt H drücke, ach nee, haben H-Wahl, komme ich ja zum Hub-Portal, was da hinten in der Ecke ist. Ich muss echt mit der Steuerung gucken. Ich sehe auch gerade mein Aufnahmefenster nicht mal, wo steht, wie lange ich schon aufnehme. Ich guck mal kurz auf der Clock. Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Also, ich wollte nämlich jetzt erstmal eine Stunde aufnehmen. Wow. Das sieht sehr, sehr schön aus, das Spiel. Wenn es mir so auffällt von den Pixeln denn so, als boing, boing. Ach, cool. Gab's Doppelsprung schon vor, dass er auch so aussieht, so bumm. Ich finde cool gerade. Bumm. Warte mal, welche Stufe bin ich denn? Ich bin Stufe 8, okay. Stufe 8 bin ich schon, okay. Warte mal, ich suche erstmal das richtige Portal, mit dem ich gehen muss. Stufe 4 bis 5. Nein. Boom. Boom. Auf jeden Fall, das Spiel noch komplett auf Englisch ist, ist glaube ich, schon ein Story-Modus hinzugekommen. Den kenne ich aber ja noch gar nicht. Boom. Ich finde das, geil. So, 8 und 9. Ich weiß gar nicht, warte mal, ist eigentlich das immer noch um das End? Ja, 10. 10 oder höher. Okay, das heißt, es gibt jetzt noch mehr. 10, ich glaube, beim Anfang gab es nur 10. Ich bin mir auch nicht mehr sicher. Hier sieht man auch schön das Look. Das ist definitiv neu. Das ist definitiv neu, dieses Portal. Das habe ich ja vorher noch nie gesehen. Okay, schön, dass man, dass ich auch direkt jetzt schon Sachen, neue Sachen sehe. Railblade, press E to teleport. Achso, ich habe auch schon ersten aus Versehen was gemacht. Ich habe aus Versehen mal kurz, die Klasse hier. Ich habe ja so einen Token gehabt, von wegen freischalten. Ich wollte mir die eigentlich eben kaufen. Aber da fehlt, da ist mir nicht aufgefallen, dass mir noch 200 fehlten. 200 fehlt mir, dann könnte ich mir die Klasse auch kaufen. Aber jetzt habe ich sie so schon freigeschaltet und wir sind gerade mal Level 1 damit. Was zum Teufel, was war das gerade? Auf jeden Fall ist die Klasse wirklich sehr schön. Ich wollte eigentlich jetzt zum neuen, warte mal, eigentlich zum neuen vollen könnte ich eigentlich mit dem hier mal starten, ne? Mit der Klasse. Könnte ich eigentlich wirklich mal machen, ne? Weil guck mal, wir fangen, ach gut, ja, ich fange von vorne an. Also von Level 1. Also von der Anfangsmap, weil das ist ja jetzt schon lange nichts mehr gekommen. Ich weiß auch nicht, ob sich irgendeiner überhaupt noch daran erinnert, wie das Spiel war. Auf jeden Fall starte ich jetzt nochmal mit dieser Klasse hier. Weil die wollte ich ja schon immer mal haben. Boom. Das heißt, ich werde jetzt von vorne mit dieser Map trainieren. Auf jeden Fall ist alles sehr stark an Minecraft ja, erinnern. Wow, yeah. Warte mal, das war 1 bis 3, genau. Die gehe ich mal wieder dahin. Und ich wollte mir jetzt auch nochmal mein eigenes Haus angucken, was ich mal vor Monaten gebaut hatte. Ich muss es erstmal finden. Yeah. Yeah. Warte mal, wo konnte ich da? Da kann ich das rufen. Da war so, glaube ich, diese Plattform, wo man zoomen konnte. Schaut mal oben, da ist jetzt sowas mit der Burg. Ach, da kommt, da kann ich sogar gucken, wo die Bosse sind. Geil. Das dürfte mein Haus sein, wenn ich das rufen kann, ne? Ja. Okay, das sieht aber mächtig komisch aus, dieses Haus. Wupp, 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 wupp. Yeah, yeah, whoop, whoop, whoop. Juhu, ja, warte mal. Boom. Yeah. Cool, ich muss ganz ehrlich sagen, das Haus sieht komisch aus. Es sieht sehr komisch aus, das Haus, was ich gebaut habe. Ich werde es nochmal generell bauen. Warte mal, kommt man nicht irgendwie craften? Und dann ging das, glaube ich, so, ne? So dieses. So ging das, ja, okay. Dann weiß ich wieder, wie es geht. So, ich zoome jetzt erstmal wieder ein paar Tower, damit ich mit dieser Klasse leveln kann. Yeah. Bing. Ich finde es cool, dass du mit einem Account wirklich jede Klasse haben kannst. Wenn du nur gut genug trainierst, ich weiß jetzt nicht, was das gerade war. Ich habe keine Ahnung, ich habe geguckt, die haben nicht mal Level abgemacht. Es war einfach irgendwas. So, ich suche jetzt erstmal wieder ein cooles Material, aber die brauchen wir nicht, davon haben wir ja schon genug. Wupp, wupp, wuhu, wupp, wupp. Ah, da hast du. Nee, warte, das sah doch kein Boss-Ding aus. Oder sind das jetzt neue? Ich gehe mal stark davon aus, dass es ein neues Boss-Ding ist. Stay in the Funnel King, ja, das ist nur was Neues. Geil. Neue Bossräume, geil. Yeah, yeah, woohoo! Ja, das gibt's auch eine Fresse. Tatsächlich, Leute! Das ist ein guter Ping. Guckt euch das an, meine Sch. Aua. Oh, Mann. Guck, hast du das gesehen, meine. Warte mal. Du verfolgst mich doch schon länger. Bist du. Are you my little friend? I have a little PC. Cool, ich habe leider keinen PC, der mich verfolgt. Geil. Ja, ja, ja. Mann, ich freue mich so. Oh, das Spiel. Das habe ich ja abgebrochen, weil ich so einen schlechten Ping hatte und einfach hier nie was richtig macht. Oh. Ah, ne, den habe ich schon vorgekriegt. Gegen den Mushroom King. Yeah. Der ist schon ein bisschen älter, aber schaut euch das mal an. Warte mal, ich guck mal kurz. Schlag. Der hat direkt Leben verloren. Geil. Endlich vernünftigen Ping.
Yo, yo, yeah. Oh, meine Leben! Yeah, ich glaube, das war gerade im Let's Play wahrscheinlich extrem laut, weil es mir auch selber gerade die Ohrfetzt, die ein bisschen zerfetzt hat. Sehr. Oh. Yeah. Geh auf! Yeah, neues Schwert! Geil! Noch, oh, noch? Ich krieg hier gleich Schwerter, ist ja geil. Boah, wo war das Menü? Also ich meine das Inventar. Boah. V, nein. I? Nein. P? Klaps? What the fuck? Nein, warte mal, ich drück erstmal F1. Nein. Boah, pf, oh Gott, wo ist denn das? Controls. Inventar. Loot ist eh okay. Inventar. Inventory. 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 Wo ist denn das? Item Slot QRT. Das will ich gar nicht wissen. Ich will gucken, wo mein Inventory ist. Main. Space. Auto Forward. Release Mouse. Fisch. Fisch? What the fuck? oh Gott, wo ist denn das? Mount, Card, Boot. ZXG werde ich mal ausprobieren. Z? Ach cool, ja, Pony. Z, X, G. Boah, Alter, wo war das Inventar? Ich guck mal kurz. T. T ist es nicht? Vielleicht Q. Na gut, ich hab gerade einen Trank getrunken, okay. R, nein. Was ist das überhaupt? Unlock, was ist denn hier? Was ist denn das? Ich probiere es später aus, ich will es jetzt nicht machen. Z. War Pferd. U war gar nichts. Hey, die Grafik ist wirklich sehr schön. Ich finde die echt sehr schön gerade. Friends. Null. Cool. Join. It's pairs. Personally. Okay. Ich suche gerade das Inventar. Das sieht mir nicht aus wie ein Inventar. C. Das sieht mir auch nicht aus wie ein Inventar. Na, B. B ist Inventar. What the fuck? B? Wollt ihr mich verarschen? Würde ich gerne equippen. Ja, das ist... Okay. Die sind dann alle gleich stark. Ne? Ja, guck mal, das ist hier für meinen anderen gewesen. Wow, Legendary 8. Boah, alles so eine starken Dinge. So, ich glaube, das dürfte dann alles sein für einen anderen. Da fange ich jetzt an mit... Warte mal, ich habe hier unten noch so eine Dinger. Ich habe ja hier... Are you sure to one unlock inventory expansions? Don't buy. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt Währung in diesem Spiel schon? Habe ich denn schon ein bisschen was? Ich bin auch schlau, ne? Links unten, direkt hinter meinem Mikrofon, steht auch genau die Tastenbelegung. C ist mein Charakter, B ist das andere, M ist die Map. Ich bin auch echt schlau, ne? Genau hinter meinem Mikrofon steht genau das, was ich brauche. Danke, Spiel. Warte, was habe ich denn hier für eine... Ich habe schon wieder eine Random-Waffe. Ich habe schon wieder irgendwas in einem Rad, glaube ich, oder so habe ich gerade. Warte mal. Guck mal, wie er es dreht einfach im Sprung. Dreht er es einfach noch ein paar Mal. Ich kriege hier Waffen. Warte mal. Nee. Das ist ein zwei Stäbchen mit einem Sushi drin. Kann das sein? Krass, der Scheiß. Warte mal. Wo war das falsche Taste? Ich drücke hier die ganze Zeit falsche Tasten. So war das. Nehme ich einfach mal mit, wo ich schon mal hier bin. Bam. Bam. Yeah. Warte mal. So. So. Warte mal. Wo war das? So war das. Ah, genau. So war das da vorne. Huschen. Warum kann ich das jetzt nicht einsetzen? Ist irgendwie. Warte mal. Ich habe jetzt eine neue Attacke. Wow. Was ist denn hier? Bam! Yeah! Macht das Damage eigentlich, wenn ich hier so zurückmache? Dieses... Nee, achso, ist einfach nur... Wodurch ich dann abhauen kann, weil ich so wahrscheinlich so wenig Leben habe mit diesem Charakter. Ist okay. Es kann auch sein, dass ich ab und zu weit weg bin vom Mikrofon, weil ich einfach noch nicht für PC-Aufnahmen den optimalen PC-Standpunkt habe, weil normalerweise nehme ich immer nur Clash of Clans auf PC und darum brauche ich ja nicht direkt davor sitzen, dann kann ich meine Tastatur einfach immer wegpacken, aber hier habe ich zum Beispiel jetzt meine Tastatur direkt vor meinem Mikrofon, die liegt normalerweise dahinter. Das war ja gerade... Ah, eine Spinne! Bam! Ah, guck mal, die hören sich immer noch so an. Wie süß! Taste Nummer 1. Wie gesagt, ich bin kein PC-Spieler, ich muss erstmal noch reinkommen. Aber ich finde es schön, dass das Spiel auch gerade sehr flüssig läuft. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel FPS ist, glaube ich, auch besser, dass ich das nicht sehe. Yeah, es ist tot. Ich muss auch ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viel aufnehme. Ich glaube, das ist so wieder so ein Spiel, wo ich aufnehme, wo ich einfach spielen kann, ohne dass es langweilig wird. Aber da würde ich jetzt nicht gerne einfach mal 3-4 Stunden aufnehmen und dann sitzt du da, oh scheiße. Bam, bam. Auf jeden Fall ist das eine Klasse. Da musst du genau zielen, wo du den schickst. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu laut werde, weil das ist wirklich laut. Ich habe gerade den Gaming-Sound sehr laut auf dem Ohr. Ich bin gerade zu faul, es leiser zu machen. Warte mal.
Ey, dieser Käfer ist neu. Den kenne ich noch nicht. Was? Yeah. Yeehaw. Yeah, yeah. Also den Käfer kenne ich echt noch nicht. Den ich gerade fighte. Warte. Was habe ich gerade gemacht? Was bin ich? Achso, ich habe falsche Taste gedrückt hier. Dann mach. Yeah, defeated. Bam. Ach, das war schon der Boss, geht, warte mal. Ah, nee. Ich glaube, wenn ich die gedrückt halte, kriege ich, glaube ich, die Waffe direkt als Primärwaffe. Ich glaube, so war das, ne? Place books in build. Was? Mode by pressing left mouse. Warte mal, ich mach einfach mal. Bam, bam. Zack, zack, zack. Warte mal, einfach nochmal B. Jetzt nehme ich einfach hier die Blöcke und ziehe mir die einfach mal auf 1. So. Und jetzt mache ich einfach mal. Bäm. Was meint er gerade? Warum habe ich gerade Erfolg gekriegt? Ich habe einfach mal irgendwie was gemacht. Ach cool, warte mal. Your Chronos don't catch and move it and press E looking for something to move it. What? Warte ich mal einfach mal. Scroll einfach mal. Also, ja, nee, scrollen wir jetzt zum Rein und Raus. So, ich glaube, ich lasse es mal lieber sein. Weil ich sehe die ganze Zeit da oben irgendwie so eine kleine Erfolge da die ganze Zeit. Wow, yeah. So, nächste Basis ist da hinten. Yeehaw, leveln. Yeah, ich brauche unbedingt ein neues Schwert, weil mein Sushi-Schwert ist auch nicht so groß. Aber ich glaube, Doppelsprung ist neu. Weil Doppelsprung kommt mir wirklich nicht so bekannt vor. Ich glaube, den gab es vorher noch nicht. Aber es kann auch sein, dass ich mich da komplett irre, weil das Spiel ist wirklich schon. Oh Gott, wann habe ich das letzte Mal gespielt? Ich erinnere mich echt schon nicht mehr dran, ne? Bitte rein. Ab in den Bossraum mit uns. Yeah, 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 yeah. Das war auch sehr schön bei Trove. Du konntest einfach hier im Bossraum reingehen, wie du gerade Bock hast. Einfach hier so. Beep. Scheiße. Ich wollte es gerade demonstrieren, aber es gibt ja auch manche Bossräume, da kannst du einfach nicht so rein. Weil es gibt welche bei den kleinen Bossgegnern, da kommen, du kannst dich einfach reincraften. Da kannst du einfach nach unten, zack, bis. Warte mal, war das gerade ein Bug? Ich werde hier gerade. In der Gemuff, warte mal, was ist das hier? Wow, yeah, Biene! Yeah, yeah! Easy! Also, das dürfte der Bossgegner sein. Gehe ich mal sehr stark von aus. Bam, bam. Was ich ein bisschen vermisse hier bei dem Spiel, ist so Boss-Gegner-Mucke. Ich glaube, das wäre sehr geil. So, Angriff. Ich meine, gut, diese Musik, wenn du die Gegner besiegt hast, ist natürlich sehr laut und klingt auch sehr gut. Warte mal, das Schwert ist schlechter, das Ding ist besser. Yeah, nehme ich mit. Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber ich denke mal, ich habe es ausgerüstet. Ich schau nochmal. Nee, habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte es ausgerüstet. Ich gehe mal. Nee, so war das, ne? Ja, so war das. Okay. Das Ding ist schwächer. Das Ding ist. Besser? Alter, was? Ist das denn für ein Schwert, Junge? Boah. Okay, ich habe jetzt eine komische Brille und ein Mega-Schwert. Ja, genau. Gehen wir mal direkt auf Level 4. Was? Bist du Level 4? Oh. Das ging schnell. Ich kann es sein, dass man jetzt schnell levelt? Ich erinnere mich bei dem anderen Account. Alter, da habe ich aber gebraucht bis zum Level 4. Es wird auch Zeit, dass ich hier diesen Platz verlasse, um woanders looten zu gehen. So. Wird Zeit, dass ich mich hier wegbeame. Ich finde es gut. So. Ich zoome mal ein bisschen weiter rein, weil ich finde das so ein bisschen cooler. Wie gesagt, ich spiele momentan Witcher und bin das gerade so ein bisschen gewöhnt, diese nähere Sicht. Yeah. Ja, außerdem finde ich das so viel cooler, als wenn ich jetzt hier so mache. Ich finde sowas bei WoW zum Beispiel, so eine Streams, wo du einfach so einer rennt mit so, mit da raus sich nach weit. Ich meine, gut, so sieht man mehr, aber ich finde das so kacke. Ich finde mehr diese Sicht geil. Diese rangezoomte Sicht, wo du dann den Charakter so siehst und dann, boah, das finde ich viel cooler. Also, da können wir rein. Ich meine, gut, ich hätte auch ein Haus, warte, ich hätte auch mein Haus rufen können, das machen zu können. Auf jeden Fall, was ich persönlich jetzt noch sehen will, sind die Ritter, die vom Himmel fallen. Ich erinnere mich noch ganz. Ja. Ich weiß nicht, was das gerade war. Ihr habt wahrscheinlich gerade mal ganz kurz meinen Bildschirm gesehen, aber das dürfte man sowieso nicht sehen. Vielleicht noch gut, das Hintergrundbild ist von Batman vs. Superman. Wow, der Typ ist ein Nerd. Oh mein Gott, das ist ja so das Geheimnis. Ich meine, gut, Batman vs. Superman ist schon ziemlich geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie bin ich überhaupt drauf gekommen, Batman zu gucken? Also ich meine, generell zu spielen. Ich glaube, das war von einem Film. Ich glaube, von Dark Knight war das. Wo ich dann überhaupt auf die gekommen, weil ich da immer dachte, Batman wäre was für Kiddies. Wegen dieser Anime-Serie. Ich glaube, wie ist die? Batman, The Brave and the Bold oder so, glaube ich, war das. Ich glaube, wegen der Serie dachte ich immer, dass das was für Kiddies ist. Also so Batman, aber. Was kannst du ehrlich sagen? So die Spiele und die Filme. Alter, das ist schon. Meine Fresse, das ist schon ziemlich brutal. Wupp. Ja, komm schon, ich will hoch. Yeah. Yeah, hier dürfte Gegner sein. Das. Das dürfte der Eingang sein. Oh, was? Direkt ein König davor. Geil. Läuft direkt. Wupp.
Yeah. Wo ist denn das? Und nochmal. Was, er hat überlebt? Naja, ist trotzdem ein easy Gegner. Achso, okay. Wow, was? Ist das eine fette Basis? Weil es gibt auch noch Basen, die sind ein bisschen schwerer. Das ist so eine. Ich glaube, das sollen Dungeons sein, wo man eigentlich nur mit mehreren Spielern rein sollte. Weil da. Warte mal, ich doch mal kurz mein Mikro ein bisschen leiser. So. Ich glaube, das sind ja auch so eine Dungeon, wo man teilweise zu viert reingehen muss. Weil die so heavy sind. Ich glaube, da hatte ich auch mal eine Folge gehabt, wo ich da mal reingegangen bin. Mit anderen Leuten. Aber natürlich jetzt ohne mit denen zu quatschen und so, weil das einfach nur so was Spontanes. Wupp. Zack, zack, zack. Was ist denn gerade für ein Special-Attack? Mach schon Stachel aus dem Boden. Yep. So. So, mein. Oh mein Gott, meine Leben. Muss kurz weg. Muss kurz regenerieren. Muss kurz weg. Wupp. 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 Kurz warten, 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 warten. Warten. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte noch ein bisschen. Meine Leben, Alter. Meine Leben. Die sind so. So nicht vorhanden fast. Warte mal. Da ist er. Na gut, sein Leben ist auch wieder voll. Es wäre ansonsten ein bisschen mies, wenn ich einfach weggehen könnte, um mein Leben zu generieren. Das wollte ich mir auch mal testen. Weil in manchen Spielen geht das, da kämpfst du einfach gegen die Gegner aus, einfach wieder ab, lässt deine Leben generieren und kommst dann einfach wieder mit vollem Leben und er hat immer noch seine Hälfte. Das ist immer mies, aber jetzt weiß ich schon mal, ich muss meine Tränke benutzen. Ich gehe ihn. Aua. Oh, das ist so ein fetter Boss. Warte mal. Wow, 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 wow. Ich will ihn gleich am Anfang drauf gehen. Hopp, 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 hopp. Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er. Cool. So. Eins. Und also nur mal so, eins ist die Taste, die ich drücken muss, um die Attacke auszuführen, wollte ich mal sagen. Diese Slash-Attacke, wow. Digga, du machst aber Damage. Das ist aber nicht cool. Das war ganz und gar nicht cool. Weg mit dir. Hau ab, Junge. Machen wir mal Tee. Warum hast du wieder, weil ich dir die Stufe mehr Leben abgezogen hab? Ich dachte echt, ich hätte dir mehr Leben abgezogen. Tee. Jetzt habe ich ihn. Oder er mich? Oh, zu lebt. Hatte ich gerade drei Leben? Hatte ich gerade echt drei Leben gehabt? Ganz kurz sah es gerade nur so aus. Warte mal, das sollen Hände darstellen, die aus dem Boden kommen. What the fuck, ich dachte, das wären einfach nur Stacheln. Scheiße, das sind Hände. Das sind echt Hände, die so aus dem Boden geraten kommen. Finde ich gar nicht. Was haben wir hier? Oh, Phantom Sword. Konnte ich die nicht irgendwie ausrüsten? Ich bin echt der Meinung, dass es irgendwie ging. Dass ich gleich ausrüste, warte mal hier. So, das Schwert ist besser. Nein, das ist schlechter, das ist auch schlechter. So, das ist das beste Schwert, was ich jetzt besitze. Ich habe Glimm. 1092. Ja, ich wollte nur mal kurz sagen, ich habe ja in den letzten paar Folgen, glaube ich, vor dieser Pause ein bisschen gefarmt. Und das ist das Ergebnis von meiner Farming-Tour. Zack. Weil ich da immer jeden Scheiß mitgenommen habe, den ich gefunden hatte. Das Schwert ist schlechter, aber die trotzdem mit. Der Mann ja immerhin gebraucht. So, ich bin schon Level 5. Sag mal, wie schnell level ich hier denn zum Teufel? Ey, ich nehme jetzt, es ist glaube ich die erste Folge, die ich hier aufnehme. Ich glaube, das dürfte noch Folge 1 sein, was ich hier mache. Was war das gerade jetzt, meine Attacke? Weißt du, was cool ist? Ich werde es aber noch austesten. Das sah gerade nicht so cool aus, was ich gerade gemacht habe. Also, warte mal, ich teste mal nochmal. Also, dauert immer noch. Nicht mal zur Hälfte fertig geladen unten. Warte mal. Yeah, neues Haus. Natürlich mein Haus. Aber ich finde es echt cool, dass man sein Haus überall hinrufen kann. Das ist sehr geil gemacht. Besonders generell dieses eigene Haus bauen. Oh, das ist schon ziemlich mega. Ich weiß auch nicht, warum ich hier das gebaut habe. Diese kleine Luke nach unten hier. Weiß ich nicht mehr. Sollte wahrscheinlich was sein. Ich glaube, selbst hatte ich hier im Keller gebaut. Ne, ich glaube, an einem Keller habe ich hier jetzt gebaut. Ja. Hier unten war ich dann am Bauen wegen. Keller! Was? Du kommst ja auch auf meinen eigenen. Das kann doch wohl nicht sein, oder was? Nochmal. Was ist denn das jetzt? Ach so, ich glaube, das ist ein Schutzschild für mich. Kann das sein? Weil bei mir sind jetzt so eine Kreise um mich herum. Kannst du das, dass ich ein Schutzschild war? Yo! Es geht einmal durch. Yo, durch. Durch. Zack, 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 gewonnen. Oh. Schon wieder so wenig Leben. Ich glaube, dieser Charakter hat wirklich sehr wenig Leben. Ich glaube, die Klasse ist wirklich sehr anfällig gegen Schaden. Das kommt mir jetzt gerade so ziemlich vor, wenn ich so überlege. Warte mal. Ich habe noch einen Class Changer gehabt, da ist der Class Changer.